Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind eine Runde mit Adam unterwegs, denn Adam wird natürlich hier weiter gelevelt. Der ist auf Level 50 und wir müssen ihn leer bekommen. Und ich habe nur noch, was heißt nur noch? Ich habe noch 800% Offerings und die würde ich natürlich gerne wegbekommen, bevor wir ihn prestigieren. Deswegen jetzt nochmal hier mit Adam so ein bisschen am Start. Wir haben Frontal dabei. Da kommt jemand, der Detective. Selbstsicher, wir schaffen das. Und eiserner Wille. Und mal schauen, gegen welchen Killer wir spielen. Ich habe eine Regenbogenkarte dabei. Dachte mir so, komm, warum nicht die zusätzlichen Punkte nochmal mitnehmen? Und ja, natürlich habe ich ein 100% Offering gedroppt, damit wir die halt eben, wie gesagt, leer bekommen. Also, Adam, auf dem Weg, Prestige 3 zu werden. Oh, sie werden so schnell groß. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja. Ich spiele gegen Schweinchen. Okay. Rennt sie hinter dem Detective her? Oh. Nein. Okay, ich wollte gerade sagen, hat sie sich verloren? Aber die ist scheinbar nur in den Sneaky-Mode gegangen. Ja, ich glaube, ich kümmere mich mal um Totems. Ich dachte, ich hätte hier einen Totem gesehen. Tja. Manchmal ist es halt so Glückssache mit dem Denken. Oh, da vorne geht's an den Haken ran. Kommt in meine Richtung. Okay. Würde ganz gerne helfen beim Heilen. Komm, wir sind noch zu zweit. Ah, sie will das Spiel spielen direkt. Na ja, gut, okay. Ist natürlich ihre Entscheidung. Ich finde es immer ganz angenehm, wenn man hochgeheilt ist dabei. Zumal sie sowieso noch nicht aktiviert ist, die Falle, ne? Na ja, gut. Okay. Ist ja nicht mein Bier. Ciao. Andere Person wurde erwischt. Der Detective, Leute. Ja. Er freut sich wahrscheinlich nicht sonderlich, Amanda wiederzusehen. Oh, direkt down gegangen. Okay, ich renn mal rüber. Ich hoffe, wir schaffen das dabei. Vielleicht schaffen wir es ja. Lassen wir uns überraschen. Meine Sprintspuren sieht man gerade sowieso nicht. So. Ich glaube, sie hat Barbecue dabei. Das sah gerade sehr zielsuchend oder zielführend aus, was sie davor hatte. Vielleicht rennt sie zu der anderen Person, die die Falle schon auf dem Kopf hat. Finde ich gut, dass der Detective sich hochheilen lässt. So ein bisschen die Ruhe bewahrt. Aktuell ist die Falle ja noch nicht aktiv. Oben ist auch noch ein Totem. Ich sollte mich halt um die Totems kümmern, wenn ich schon mal die Gelegenheit dazu habe. Oh. Nächste Person wurde erwischt. Soll ich dich hochheilen? Ich habe noch, wir schaffen das. Zumindest für einen kleinen Moment. Fällt mir gerade mal so auf, Feng. So, jetzt geht es ein bisschen langsamer voran. Aber hey, immerhin ein bisschen Zeit gespart. Warum nicht? Da kommt der Detective angehoppelt. Ja, warte mal. Ich arbeite hier nochmal kurz mit. Weil wenn ich jetzt wirklich davon ausgehe, dass sie Barbecue hat. Oh, im Keller. Die geht direkt in Sneaky-Mode rein. Okay. Feng rennt. Nimmt auch schöne Kurve, finde ich gut. Oh, er hat die Falle. Wow. Das ging schnell. Dann machen wir den Generator hier fertig. Und wo ist Amanda, Leute? Nein! Nein, 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 das ist nicht gut. Es dauert viel zu lange. Ich glaube, ich würde meine Aussage mit Barbecue gerne revidieren. Weil das kommt mir jetzt doch ein bisschen merkwürdig vor. Dass sie noch nicht hier, da ist sie. WTF. Habt ihr sie gesehen, da vorne? Geht zurück jetzt. So, ich gehe mal hier hoch. Terrorradius ist komplett weg. Interessant. Hat sich dann wieder scheinbar irgendwie hingehockt. Obwohl das gar keinen Sinn ergibt eigentlich. Warum? Was sollte sie da tun, ne? So, war hier nicht noch irgendwo? Hier war doch irgendwo ein Totem.
Da an der Ecke. Okay, irgendjemand geistert hier noch durch die Gegend. Irgendjemand, der verletzt ist. So. Nächste Person. Ah, der Detective wurde auch erwischt, oder was? Ja, sieht so aus. Alle Leute verletzt. Also, nicht alle. Okay, ich spring mal runter. Das Haus wurde ja auch komplett geändert. Da ist noch ein Totem. Machen wir das nochmal. Muss mich da noch irgendwie so ein bisschen dran gewöhnen, dass so viele Gebäude jetzt wieder geändert wurden. Jetzt hat man jahrelang irgendwie so seine Laufwege gehabt. Oh, der wurde weggegrabbelt. Jetzt hat man jahrelang seine Laufwege gehabt und ja. Irgendwie ist das dann immer so verwirrend, wenn man irgendwo lang rennt und auf einmal ist es anders. Ich hatte es letztens hier beim Schlachthaus. Beim Schlachthaus, ich so ganz genüsslich durchs Fenster gesprungen, nach rechts abgebogen, zack, in eine Sackgasse gerannt. Ich habe sie ganz kurz gehört eben. Ah, tapfer sogar. Okay, ich renne jetzt mal einfach hin. Frontal haben wir noch gar nicht genutzt. Aber wir schaffen das, Detective. Ich glaube daran. Ich bin da guter Dinge. Komm da runter. So, bleiben Sie hier. Keine Falle mehr bekommen. Sind schon alle weg? Ich habe nicht mitgezählt. Oder sie hat eine für mich aufbewahrt, so nach dem Motto, ah, der Adam, der hatte noch keine. Oh. Oh ja, jetzt will sie zu uns. Ah, das ist ja weg. Das ist schlecht. Tja, wo war denn noch keine Verfolgungsjagd? Ich renne jetzt einmal kurz hier lang. Hab die Hoffnung, dass hier noch die Palette liegt, steht. Nee. Okay, ziehen wir schnell. Ich hätte noch mal eine Runde drehen können. Naja, ich hätte noch mal eine Runde drehen sollen. Wäre die bessere Möglichkeit gewesen. Ja, das war dann nicht cool. Aber hey, bin sie quitt geworden. Ich sehe kein Dingens mehr. Kein Tode mehr. Ich würde aber gerne noch mal in die andere Richtung. Nein, wieso bin ich denn losgerannt, ich Noob, ey? Hä? Ja, doch gesehen, in welche Richtung ich renne, oder nicht? Ach! Ja, moin. Alles klar. Jetzt wird ein Schuh draus. Aufmerksam ist sie ja schon, ne? Komm, diesmal aber, es. Diesmal immerhin nochmal die Punkte gegeiert. Oh, sie bleibt mir am Hintern kleben. Dann renne ich mal weg. Weiß nicht, ob da hinten die Paletten noch stehen. Komm leider von der falschen Seite. Ja, die Palette ist auch schon weggezogen. Puh. Aber hey, ich konnte sie immerhin von der anderen wegziehen. Ist ja auch schon mal was wert. Sind denn überhaupt noch Paletten hier? Oh, ist auch schon weg. Gibt's doch nicht. Wie können die Leute denn die ganze Zeit erwischt werden, wenn alle Paletten weg sind? Kann doch gar nicht sein. Haben ja alle genauso schlecht gezogen wie ich die erste, oder was? Okay. Also, wie ist es jetzt, wie ist der Barbecue-Stand, Leute? Jetzt, wo sie auf einmal so auf Krampf mich haben wollte, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die 25% Blutpunkte vielleicht doch ganz attraktiv waren gerade. Ah, da wurde jemand erwischt. Kann mich natürlich auch täuschen. Aber jetzt mal ohne Witz, Alter, was ist da los? Die alle Paletten liegen schon? Kann doch gar nicht sein. Ich meine, die ganze Zeit waren doch auch Leute irgendwie am liegen. Verstehe ich nicht. Naja, gut, okay. Ganz hinten. Eieiei. Das ist schon ziemlich weit weg. Ich gehe mal mit dem Adam hier rüber. Ich bin Adam. Mit dem Detective. Ach ja, habe ich noch irgendwo jetzt ein neues Totem gesehen? Nee. Die Leute scheinen fleißig zu sein, was die Totems angeht. So, sie guckt so nach links, als ob dort das Schweinchen gerade ankommt. Wenn es kommt, versuche ich hier einfach zu sneaken. Nee, die ist da hinten noch.
Okay, ich hoffe, dass ihr Adrenalin dabei habt, Leute. Wir haben jetzt ja beide so ein bisschen Vorsprung. Mal gucken. Scheiße. Wie die gerettet hat, wird doch direkt aufgesammelt. Gut. Was machen wir denn jetzt? Letzter Generator. So, 1, 2. Nötschelle. Ist, glaube ich, nicht dabei. Oder? Ich glaube, es sind schon alle Totems weg. Da ist sie links. Er rennt. Dann mache ich den Ausgang. Andere Person wurde am Ausgang erwischt. Und rennt vom Ausgang weg. Jetzt ist die Frage, wird sie verfolgt oder wird sie nicht verfolgt? Kein Nöt, wie wir es gesagt haben. Alle Totems weg. Ich meine, wir haben ja auf der Karte alles eingezeichnet. Beziehungsweise wir haben auf der Karte nichts eingezeichnet. Daher durfte eigentlich auch kein Totem mehr da sein. Bunnyfang ist RIP, ne? Ist es Bunnyfang? Die Person ist auf jeden Fall RIP. Genau, so dort und dort. Ja, soll ich aufmachen, Leute? Hier, kommt hierher. Hier ist offen. Der andere da hinten. Ich weiß nicht genau, was der vorhat. Ich mach mal auf. Vielleicht hat er die Luke gefunden. Da kommt das Schweinchen. Hör ihr nochmal die Schnauze. Ich möchte deine Schnauze drücken. Nein! Ach man. Gut, dann gehe ich raus. Ja. Amanda so, hey, das ist sexuelle Belästigung. Auf die Fresse. Ach ja. So, ja, Bunnyfang ist gerippt. Dann bin ich mal gespannt, wer war denn noch dabei? Die maskierte Mag. Zack, da ist sie aber auch raus. Sehr schön. Sie hatte nur 3 Perks dabei. Interessant. Ja, Leute. Oh, Blutpunkte technisch. Das ist eine schöne Runde gewesen. Da hat sich das 100% Offering definitiv gelohnt. Mal eben hier fast 60.000 abgeholt. Und ja, ihr seht, ne, wir haben halt jetzt noch 440.000 ungefähr offen. Bisschen weniger. GG, ja. Wir haben 440.000 jetzt offen. Dementsprechend dachte ich mir, lieber rausballern. 3-mal Gold, 1-mal schillernd. Punkte sind nicht ganz so interessant, glaube ich. Und ja, war doch eine schöne Runde. Alle Leute haben gute Punkte bekommen. Vergiss mal nicht. Hör, gar nicht gemerkt. Irgendwie. Achso, weil ich die Besessenheit war. Ergibt Sinn, ja. Hör, jetzt habe ich ja gar nicht gemerkt, dass das länger gedauert hat. Ja, Grants war Ziel der Besessenheit. Läuft bei ihm. Ansonsten, Überwachung war dabei. Nurses Calling und Beobachten und Zuschlagen. Interessant, Beobachten und Zuschlagen auf dem Schweinchen sieht man selten, muss ich sagen. Habe ich jetzt auch gar nicht erwartet gehabt. Nurses Calling ist immer ganz lustig, weil wenn du halt schleichst, kannst du die Leute ganz gut überraschen. Und ja, Überwachung, okay. Du musst halt immer aktiv gegentreten. Sie hatte nichts dabei, um die Generatoren zu verlangsamen. Ne? Krass, Respekt. Also, sie hat natürlich Fallen dabei, wo ein paar Leute so ab und an mal aus dem Spiel genommen wurden, aber ansonsten, interessantes Setup und die Runde hat trotzdem relativ lang gedauert. Ja, Leute, GG, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ich freue mich natürlich wie immer über Kommentare. Ich freue mich wie immer, wenn ihr ein Like da lasst und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für den Support. Vielen Dank natürlich auch an die Kanalmitglieder, an Tossi, an den Soziopathen. Und ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut, tschüss.